Der Livestream läuft auch. Maxim läuft. Einen wunderschönen guten Abend. Ihr Lieben, heute haben wir gemeinsam Bibelunterricht. Russisch und Deutsch zusammen wird simultan übersetzt. Und bevor wir zu den Fragen kommen, zum Bibelquiz, würde ich gerne mit euch beten. Lasst uns dazu aufstehen. Himmlischer Vater, wir sind dir dankbar für die Möglichkeit, gemeinsam mit Christen in dieser Stadt zu beten. Danke, dass du uns diese Möglichkeit schenkst, dass wir sie eben hatten. Ich möchte dich bitten, dass du wirkst, auch durch diese Gebete. Und ich danke dir, dass wir die Möglichkeit haben, dein Wort zu studieren. Wir wollen hineinsteigen und es intensiv betrachten und bitten dich, dass du uns Weisheit schenkst bei diesem. Segne auch den Bibelquiz jetzt. Amen. Bitte, Rebecca. Ja, der Justin hat euch wieder Fragen mitgebracht, aber ich darf sie euch vortragen, weil er arbeiten muss. Genau, wir kommen auch direkt zur ersten Frage. Wie hieß der Bruder von Jakob, denke ich mal, nicht Jakobs? Delight Blessed. Esau, richtig. Genau, die nächste Frage. Welche beiden Vögel sandte Noah als Kundschafter aus der Arche? Da war Sydney schnell. Nochmal, Entschuldigung. Das ist auch richtig, Rabe und Taube. Sehr gut. Welcher Feldherr hatte Aussatz? Ein bisschen schwierigere Frage, aber vielleicht weiß die ja jemand die Antwort. Und Luigi? Nee. Ja, das ist richtig. Das war Nahemann. Ist das nicht an? Nein, nein, ich brauche gleich ein Mikrofon zum Übersetzen. Okay. Dann die nächste Frage. Danke, Vika. Wo kam ein Kerkermeister zum Glauben? In welcher Stadt? Tisam? Nein? Ah, Christina? Ja, in welcher Stadt? Wo? In welchem Ort? Zumindest steht hier ein Ort. Nein. Gut geraten. Kennt sonst jemand die Antwort? Jura, Andreas. Ah, ihr dürft. Ich weiß nicht, wer Kerkermeister ist. Was ein Kerkermeister ist? Wie übersetzt man das? Okay, ich löse das mal auf. In Philippi. Genau. Die nächste Frage. Wer sagte zu wem Philister über dir? Da war die Sydney schneller. Sydney? Delia zu Simson. Sehr gut. Danke fürs Mitmachen und hoffentlich nächstes Mal mit Justin wieder. Друзья, у нас сегодня пятая глава. Liebe Freunde, wir haben Kapitel 5 heute. Мы с нашей группой немножко уже убежали вперед. У нас уже была седьмая сегодня первая часть. Wir sind mit unserer Gruppe schon vorausgegangen. Eigentlich hätten wir heute schon Kapitel 7, den ersten Teil. Вот, и у нас есть группа в WhatsApp. Я уже туда там разместил этот материал. Wir haben eine Gruppe in WhatsApp und ich habe diesen Vortrag oder Material schon dort reingestellt. Но я с удовольствием вернусь к пятой главе, потому что она очень важная. Ich komme aber gerne zurück zu Kapitel 5, weil es ein sehr wichtiges Kapitel ist.
Посмотрим, сможем ли мы всю главу разобрать, потому что перевод. Wir werden schauen, ob wir das ganze Kapitel schaffen aufgrund der Übersetzung. Я надеюсь, что когда вы разбирали четвертую главу, вы узнали, что вообще-то это один большой отрывок, четвертая и пятая глава. Между ними не должно быть никакого разделения. Ich hoffe, als ihr Kapitel 4 durchgenommen habt, habt ihr gemerkt oder festgestellt, dass Kapitel 4 und 5 zusammengehören und da eigentlich keine Trennung sein sollte. Это два эпизода одной и той же вводной сцены, с которой начинается вторая часть книги. Das sind zwei Episoden, die die einführenden Szenen sind, praktisch mit denen das Buch beginnt. Вторая часть книги начинается. Zweite Teil des Buches beginnt. Потому что книгу Откровения вот грубо можно разделить на две части. Это первые три главы и потом с четвертой главы до конца. Und man könnte das Buch Offenbarung könnte man in zwei Teile teilen. Kapitel 1 bis 3 und dann ab 4 bis Ende. И вот с четвертой главы начинается вторая часть, но четвертая и пятая глава – это часть одной и той же сцены. Kapitel 4 beginnt, also beginnt das, der zweite Teil des Buches und Kapitel 4 und 5 ist ein gemeinsames Buch oder eine gemeinsame Episode. В четвертой главе Бог прославляется как Творец. In Kapitel 4 wird Gott verherrlicht als Schöpfer. В пятой – как Искупитель. In Kapitel 5 als Erretter. Сидящий на престоле держит в своей руке свиток. Der, der auf dem Thron sitzt, hält in seiner Hand Svitak. Svitak, книга. Ein да, Buch. Svitak, Svitak mm-hmm. Eine Rolle, eine да. Schriftrolle. Да. И, может быть, Йоганн вам рассказывал или обращал ваше внимание на тот факт, что в четвертой главе Бог описывается таким языком, который максимально удален от человеческого. Und Gott wird in Kapitel 4 in so einer Sprache umschrieben, dass die Distanz zu Menschen sehr deutlich macht. Потому что мы знаем, что в Ветхом Завете очень часто Бог описывается в человеческих терминах. Denn wir verstehen, dass im Alten Testament Gott oft mit menschlichen Begrifflichkeiten beschrieben wird. Но вот в пятой главе язык снова становится немножко таким антропоморфным и напоминающим описание Бога в Ветхом Завете. То есть немножко вот как в человеческих терминах. Он сидит на троне, у него в правой руке свиток. Und in Kapitel 5 wird Gott wieder beschrieben mit mehr menschlichen Begrifflichkeiten. Er sitzt, er hat in seiner rechten Hand eine Rolle, also eher menschlich wird er beschrieben. Но мы должны понимать, что в общем и целом в книге Откровения Бог описан совсем не так, как в Ветхом Завете. Минимум человеческих параллелей вот этих вот. Да. Aber wir müssen verstehen, dass in Buch Offenbarung Gott nicht so beschrieben wird wie im Alten Testament. Diese menschlichen Begrifflichkeiten oder Attribute sind sehr minimal. Но давайте переключимся на этот свиток, на этот скролл. Это не совсем обычный свиток. Он опечатан не одной, не двумя, а семью печатями. Das ist, lass uns unsere Aufmerksamkeit auf diese Rolle bringen, denn es ist versiegelt nicht mit einem Stempel oder einem Siegel, sondern sieben. Дело в том, что и греки, и римляне, и евреи скрепляли письма печатями, но это всегда или одна, или две печати были. Griechen, Römer, aber auch Juden haben sehr oft Briefe versiegelt mit maximal aber einem oder vielleicht zwei Siegeln. Обычные документы скреплялись одной или двумя печатями. Normale Dokumente wurden mit einem oder zwei Siegeln befestigt. И был лишь один документ, который действительно скреплялся семью печатями. Und es gab nur ein einziges Dokument, das mit sieben Siegeln versiegelt wurde. Это завещание или завет. Das ist nicht Erbe. Will. Das Testament. Testament. Да, да, да. И то есть Иоанн видит свиток, который является завещанием или заветом Бога. Johannes sieht also diese Rolle, welches das Testament Gottes darstellt. Но самое странное в этом списке это то, что он исписан с обеих сторон. Это очень редко делали. Aber das, was merkwürdig ist, ist, dass diese Rolle von beiden Seiten beschrieben ist. Das wurde sehr selten gemacht. Но что же это обозначает? Что стоит за этим символом? Семь печатей, исписан с обеих сторон. Aber was bedeutet das? Was bedeuten diese sieben Siegeln, beschrieben von beiden Seiten? Во-первых, это завет. Это
Это Божий завет, поэтому семь печатей. Zum einen ist das Testament. Es ist Gottes Testament, deswegen sieben Siegel. Во-первых, наверное, то, что он с обеих сторон исписан, наверное, это означает, что к нему уже невозможно ничего добавить. Уже некуда дописывать. Он совершенный, он полный. Es ist von beiden Seiten beschrieben, das bedeutet wahrscheinlich, dass es voll ist. Es ist vollkommen und man kann nichts mehr hinzufügen. Но мы точно не знаем, мы можем предполагать, что вот такая, за этой символикой вот такое значение стоит. Wir wissen es nicht genau, aber wir können es vermuten, dass hinter dieser Symbolik so eine Bedeutung steckt. Что же там написано? Was steht dort geschrieben? Судя по контексту вот этой пятой главы, свиток содержит волю Всевышнего, завет Всевышнего именно по искуплению его творения. Nach dem Kontext des Kapitel 5 beinhaltet dieses Testament Dinge gerade nach der Errettung oder von der Errettung her seiner Schöpfung. Обратите внимание на то, что Христос предстает в этой главе в виде жертвенного животного, в виде агнца. Denn Christus wird hier dargestellt in diesem Kapitel als das Opferlamm. И четыре животных или четыре херувима и 24 старца поклоняются ему именно как искупителю. Und vier dieser Tiere und 24 der Ältesten, sie beten ihn an als den Erretter. И вот он будет снимать эти печати всю шестую, седьмую главу и первый стих восьмой главы. Und diese Siegeln werden herabgenommen von ihm. Das wird dauern ganze Kapitel 6, Kapitel 7 und erster Vers von Kapitel 8. И когда он будет снимать каждую печать, будет что-то происходить. Und jedes Mal, wenn er eins der Siegel entfernt, wird etwas geschehen. Но там будут Божьи суды, но это будут не сами Божьи суды, а их предзнаменование, их объявление, но не сами еще пока суды. Jedes dieser Siegel wird ein Gericht Gottes sein, aber das werden nicht die Gerichte an sich sein, sondern die Vorhersage dieser Gerichte. Суды должны начаться, но они не начнутся, пока снимаются печати. Die Gerichte sollen beginnen, aber sie werden nicht beginnen, solange diese Siegel abgenommen werden. И Божьи посланники, которым дано вредить земле и морю, должны ждать. Und Gottes Gesandte, die diese Strafe auf die Erde und das Meer bringen, müssen warten. И суды постигнут живущих на земле только тогда, когда последняя печать будет снята и свиток будет полностью раскрыт. Вот тогда начнутся суды. Und die Gerichte werden dann beginnen über die Bewohner der Erde, wenn das letzte Siegel abgenommen wird und dann erst beginnt das Gericht. Но этого не произойдет, пока прежде не будет положена печать на чело рабов Божьих. Und das wird aber nicht geschehen, bis nicht ein Stempel aufgelegt wird auf die Stirn der Diener Gottes. То есть, прежде чем будет сломана последняя печать, другая печать должна появиться на челах Божьих рабов. Und bevor also dieses letzte Siegel gebrochen wird, muss ein anderes Siegel auf den Köpfen der Diener Gottes erscheinen. И эта печать отделит запечатленных ею людей от всех остальных людей. Und dieser Siegel wird trennen all die Leute, die mit diesem Siegel bestückt sind, von allen anderen Menschen. Но в этом запечатывании как бы не следует видеть так называемое восхищение церкви. Aber in diesem Besiegeln der Menschen ist nicht die Entrückung der Gemeinde, которая якобы произойдет до наступления великой скорби, то есть после снятия седьмой печати. Не надо видеть в этом восхищение церкви. Das würde dann so rauskommen, als würde diese Entrückung geschehen vor der Trübsal. То есть после снятия седьмой печати. Genau, nach dem Brechen des siebten Siegels. Церковь, то есть общество запечатленных, она останется там, где она была. Diese Gemeinde, also diese Menschen, die diesen Siegel tragen, sie bleiben dort, wo sie sind. О том, что такое печать на чело, что это значит, и что будет происходить с этими людьми, пока будут звучать шесть труб, мы с вами поговорим, когда будем восьмую главу разбирать. Was mit diesen Siegeln auf sich hat, was mit diesen Menschen geschieht, wenn die Trompeten, die Posaunen erklingeln, darüber werden wir mit euch reden, wenn wir die späteren Kapitel durchnehmen. Да, седьмая и восьмая глава. Kapitel 7 und 8.
И вот Агнец снимает печати, он снимет эти печати и раскроет снимок, свиток. Das Lamm nimmt also diese Siegel ab und öffnet die Rolle. Что в этом действии, какой смысл заключается? Was ist der Sinn in dieser Handlung? Это означает то, что Божий план спасения, потому что это Божий план искупления, там, это Божий искупительный завет. Das, и вот он его раскрывает. Das bedeutet, dass dort ist Gottes Heilsplan und hier wird dieser Heilsplan eröffnet. Именно даже не просто, это план искупления, именно, Rettungsplan. Что он уже будет не просто в каких-то обрывочных предсказаниях пророков ветхозаветных, в каких-то предчувствиях, а это уже во всей полноте этот план открыт миру. Das werden nicht nur Bruchstücke sein, die Propheten eröffnet haben oder vorhergesehen haben, sondern dieser Rettungsplan, Heilsplan wird eröffnet sein für die ganze Welt. Благодаря искупительной жертве Агнца. Поэтому он открывает этот план спасения, потому что он это спасение принес. Dank der erkaufenden Opfers des Lammes darf er sie öffnen, denn er hat diese Errettung gebracht. Поэтому никто другой, ни на небе, ни на земле, ни даже под землей, не достоин открыть этот свиток. Никто не совершил спасение. Это он совершил спасение, искупление. Deswegen niemand auf der Erde, über der Erde oder unter der Erde ist würdig, diese Rolle zu öffnen, denn nur das Lamm hat diese Errettung vollbracht. Кстати, а кто это под землей находящиеся? Wer ist eigentlich derjenige oder diejenigen, die unter der Erde sind? Кто имеется в виду? Ни на небе, ни на земле, ни под землей. Никто не достоин. Кто под землей достоин? Wer ist hier gemeint? Die über der Erde sind, die auf der Erde sind oder unter der Erde sind, sind es nicht würdig. Wer sind die unter der Erde? Иоанн практически говорит, никто из великих, которые жили в прошлой эпохе, никто из них тоже не был бы достоин открыть эту печать. Никто. Johannes sagt damit praktisch, dass diejenigen, die auch die großen Männer Gottes, die früher gelebt haben und jetzt nicht mehr leben, auch sie wären nicht würdig, diese Rolle zu öffnen. Ни Моисей, ни Самуил, ни Илия. Weder Mose noch Samuel noch Elia. Ни Давид. Auch David nicht. И Иоанну даже начинает казаться, что этот свиток вообще не может раскрыть, не может быть раскрыт и никогда не будет раскрыт. Und es scheint für Johannes, dass diese Rolle überhaupt nicht geöffnet werden kann und nie geöffnet werden wird. Он понимает только одно: никто не может его раскрыть. Никто. Er versteht nur eins: niemand kann dieses öffnen. Другими словами, искупление никто не может совершить. Mit anderen Worten, diese Errettung kann niemand vollbringen. Никто не может раскрыть Божий завет искупления. Niemand kann diesen Gottes Heilsplan, Rettungsplan eröffnen. И пророк говорит, что он много плакал из-за того, что никто не может ни узнать содержание этого свитка, ни другим сообщить его содержание. И он говорит, я много плакал. Und der Prophet sagt, ich habe viel geweint, weil niemand konnte es öffnen, niemand konnte es lesen, niemand konnte es weitergeben, dieses Testament der Errettung. Ну, это уже пожилой человек с большой седой бородой, и он много плакал. Das ist schon ein älterer Mann mit einem langen grauen Bart und der hat viel geweint. И нам вот такая сентиментальность Иоанна может показаться странной немного. Und dieses Sentimentale von Johannes könnte für uns vielleicht merkwürdig vorkommen. Братья и сестры, вы никогда во сне не переживали каких-то происшествий, которые заставляли вас горько плакать? Brüder und Schwestern, habt ihr nie im Traum vielleicht irgendwann mal erlebt, irgendwelche Ereignisse, die euch dazu gebracht haben, dass ihr laut weinen musstet? Вы никогда во сне не плакали горько-горько? Habt ihr nie im Traum geweint, also bitterlich geweint? С вами никогда такого не случалось, что от этого переживания ты даже просыпаешься? И ты понимаешь, что ты плачешь. Не было с вами такого? Hattet ihr nicht schon mal sowas, wo ihr geträumt habt und ihr erwacht und ihr versteht, dass ihr gerade weint? И просыпаясь, вы понимали, что это был сон, и что в реальной жизни то, что вам приснилось, этот эпизод, вряд ли бы вас до слез довел. Und ihr versteht, wenn ihr wach geworden seid, dass im realen Leben dasselbe Ereignis euch wahrscheinlich nicht zu Tränen gerührt hätte. В реальной жизни
такое событие, как во сне, оно не вызвало бы таких сильных переживаний. Im Real, и вы не плакали бы. Im realen Leben würde das keine solche Gefühle hervorrufen und ihr würdet wahrscheinlich nicht weinen. А это потому, что во сне некоторые вещи ощущаются намного острее, чем в жизни. Das ist, weil im Traum wir sehr oft Dinge viel, viel schärfer spüren als im realen Leben. И состояние, в котором находится Иоанн, наверное, можно сравнить с состоянием такого духовного сна. Und den Zustand, in dem Johannes war, könnte man vielleicht vergleichen mit einem geistlichen Traum. Но это такой редчайший сон, в котором духовное зрение и духовное переживание человека не притупляются, а наоборот обостряются. Das ist so ein geistlicher Traum, wo die Erlebnisse des Menschen und die geistliche Sicht, das geistliche Auge des Menschen nicht schwächer werden, sondern im Gegenteil noch schärfer sind. Сон, в котором человек наоборот способен соприкасаться с духовной реальностью, а не отходит от нее. Ein Traum, wo der Mensch mit der geistlichen Realität in Verbindung steht und nicht von ihr wegkommt. Такой вид сна встречается в Ветхом Завете. Solche Träume sehen wir auch im Alten Testament. И он определяется еврейским словом тардема. Und wird mit dem Wort тардема, hebräischen Wort тардема, beschrieben. Это сон, в который Бог погрузил Адама при сотворении Евы. Das ist dieser Traum, in den Adam versetzt wurde von Gott, als Eva gemacht wurde. То есть в это время в состоянии такого сна Адам мог созерцать Бога, творящего Еву. То есть его духовное ощущение, его духовное зрение наоборот обострилось. In diesem Zustand hat Adam besondere Beziehung gehabt zu Gott. Das heißt, seine geistliches Verspüren wurde verschärft. В таком же сне оказался Авраам, который разложил на земле части жертвенных животных и ожидал приближения Бога. Und in so einem Traum hat sich Abraham wahrscheinlich befunden, als die Tiere zerlegte und Gottes Gegenwart oder Ankommen erwartete. Потому что Бог, мы знаем из книги Бытие, что он в тот день дал Аврааму клятву по завету, который с ним заключил. Denn wir wissen aus dem ersten Buch Mose, dass Gott geschworen hat dem Abraham nach dem Bund, den mit ihm geschlossen hatte. Потому что Авраам, находясь в состоянии вот этого странного духовного сна, мог видеть, как Бог ходит между частями рассеченных жертв. Denn Abraham konnte sehen in seinem geistlichen Auge, wie Gott zwischen diesen Tieren hin und her ging. И вот когда в первой главе говорится, когда Иоанн говорит о себе, что я был в духе в день Господень. Und wenn wir lesen, dass Johannes sagt, ich war im Geist am Tag des Herrn. Быть в духе не обязательно означает, что он прыгал до потолка и был такой весь Im Geist zu sein bedeutet nicht, dass bis zur Decke gesprungen ist und überfüllt war von Emotionen. Это вполне могло быть состояние, подобное состоянию Адама или Авраама. Вот это тардема. Das könnte, вот такой сон интересный. Das könnte ein ähnlicher Zustand sein wie der Zustand Adams oder Abrahams, so ein тардема, so ein geistlicher Schlaf. А во сне он мог горько-горько плакать, потому что мы знаем, как во сне мы иногда горько плачем. Und in diesem Traum oder in diesem Zustand konnte bitterlich weinen. И вот один из старцев говорит Иоанну: не плачь. Und einer dieser Ältesten sagt zu Johannes: weine nicht. Он говорит: лев из колена Иуды. Sagt: der Löwe ist aus dem Geschlecht David, Juda. Он одержал победу. Hat den Sieg errungen. Вы помните, послание каждой из семи церквей заканчивается «побеждающему» или «побеждающий наследует». И вот здесь старец говорит ему: вот, он одержал победу, вот он побеждающий. Und wir erinnern uns, dass in jedem der sieben Sendschreiben am Ende heißt, dem Überwindenden wird das zum Erbe. Und dieser Älteste sagt zu Johannes, hier, das ist der überwunden hat, der gewonnen hat. И он говорит, вот он одержал победу, и поэтому достоин снять все печати и раскрыть свиток. Dieser hat den Sieg errungen und deswegen ist würdig, diese Siegel herunterzunehmen und diese Rolle zu öffnen.
Но нам нужно понять, откуда появилось вообще словосочетание «лев из колена Иуды». Откуда это взято? Und wir müssen verstehen mit euch, woher dieses Wort kommt, der Löwe aus dem Stamm Juda. А происходит это словосочетание из 49 главы Бытия, там, где Иаков обращается к своим детям и говорит им ob ich будущем. Und das entnehmen wir aus Kapitel 49 von 1. Mose, wo Jakob sich an seine Kinder wendet und ihnen von ihrer Zukunft berichtet. Просто перечитайте те слова, которые Иаков говорит Иуде, и вы все поймете. Lest bitte die Worte, die Jakob zu Juda spricht, und ihr werdet alles verstehen. И вот Иоанн, то есть старец говорит, вот лев из колена Иуды, он победил, и вот Иоанн поворачивается, чтобы увидеть льва. Und dieser Älteste sagt zu Johannes, da, das ist dieser Löwe, der überwunden hat, der den Sieg errungen hat. Johannes dreht sich um den Löwen zu sehen. И в этом центре духовного пространства, где Божий трон, где престолы старцев, где четыре этих серафима. Und in diesem geistlichen Raum, wo diese Seraphime sind, wo die Throne sind, ein Thron, viele Throne. Okay, wo diese Älteste sind, dort in diesem geistlichen Raum, ja. Вот, то есть в самом центре всего видимого и невидимого мира, в центре всей вселенной. Im Zentrum des Sichtbaren und Unsichtbaren der ganzen Schöpfung. Вместо льва. Anstelle eines Löwen. Стоит ягненок. Sieht ein Lamm, steht ein Lamm. Как бы закланный. Wie als ob закланный. Geschlachtet. В немецком переводе есть как бы закланный. Als ob. Wie geschlachtet. Wie И это очень странный ягненок. Und das ist sehr, sehr merkwürdig. Ein merkwürdiges Lamm. У него семь рогов. Dieses Lamm hat sieben Hörner. И у него семь глаз. Und hat sieben Augen. Которые символизируют семь духов Божьих. Und die sieben Geister Gottes symbolisieren. И это очень странная внешность. Und das ist ein sehr merkwürdiges äußerliches. И мы должны понимать, что это символическое, а не фотографическое описание этого Агнца. Und wir müssen verstehen, dass es eine symbolische Beschreibung und keine bildliche Beschreibung dieses Lammes ist. Давайте разберемся в этой символике. Lasst uns diese Symbolik mal anschauen. Рог в Ветхом Завете символизирует силу. Ein Horn symbolisiert im Alten Testament immer Kraft. Например, Псалом 17:3, но это в русском переводе 17, стих 3. Псалм 18, да, это, наверное, 18-й Псалом, 3 стих, да? Господь, твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю. Щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Это знаменитая, как бы, знаменитый стих. И 18, да? Акций. Псалм Акций. Das ist eine schöne Bibel. Da ist so viel Platz zum Schreiben. Sorry, hat nichts mit... Psalm 18, Vers 3. Der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine sichere Festung. Итак, рог символизирует силу, а семь рогов – это совершенная сила. Ein Horn symbolisiert Kraft. Die sieben Hörner symbolisieren vollkommene Kraft und Macht. Совершенная во всех отношениях. И количественно, и качественно – это совершенная сила, это идеальная сила. Vollkommen in jeder Hinsicht, von der Anzahl her, aber auch von dem Vollkommenen her. Also es ist vollkommen, von der Qualität her. Да, vollkommen, но именно совершенная сила, а не просто совершенство, да? Genau, also diese vollkommene Kraft. Да, да, конечно. Семь глаз, семь очей –
Вы, наверное, уже понимаете, о чем речь. Если Йоган вам рассказывал о четырех животных, которые изнутри исполнены очей, то есть покрыты глазами, и он вам уже растолковал этот символ. Wenn Johann euch schon erklärt hat, was die Augen an sich haben, zum Beispiel von den vier Tieren, die bedeckt sind mit Augen. Там сказано, что у них крылья есть, но помимо крыльев, изнутри они исполнены очей. То есть не на крыльях, а внутри, то есть на теле. Йоган рассказывал, да, что это такое? Hat Johann euch das erklärt, ja, wo diese Engel da sind, diese Tiere mit Flügeln und von innen sind sie bedeckt mit Augen. Это означает, что это существо все как бы превратилось в зрение. Das bedeutet, dass dieses ganze Wesen an sich in das Sehen sich verwandelt hat. Что оно что-то видит, чего не видит больше никто. Es sieht etwas, was sonst niemand sieht. И вот то, что это существо видит, не дает ему покоя ни днем и ни ночью, и оно взывает «Свят, свят, свят». Und das, was dieses Wesen sieht, gibt ihm keine Ruhe Tag und Nacht, und es ruft «Heilig, heilig, heilig». И вот семь очей Агнца указывают на совершенное, на полное видение, на всевидение. Und diese sieben Augen des Lammes, sie deuten darauf hin, auf diese vollkommene Sicht, auf das Allwissende, auf diese allwissende Sehen. Он, конечно, может быть агнцем и даже как бы закланным. Er ist vielleicht das Lamm und vielleicht sogar geschlachtet, geopfert. Но при этом он всемогущ, семь рогов, совершенная сила во всех отношениях и всевидящ. Gleichzeitig ist er allmächtig und allsehend. И вот это духовное видение, то есть видение проницающее все измерения реальности. Вот какое у него видение. Und dieses geistliche Sehen, das hindurchdringt durch alle Realitäten. Помните 1 Коринфянам 2:10? Ihr erinnert euch an 1. Korinther 2:10? Ибо Дух все проницает и глубины Божьи. Denn der Geist durchdringt alles, auch die Tiefen Gottes. И эти семь очей Агнца – это семь духов Божьих, что является само по себе символом Святого Духа. Это Святой Дух. Und diese sieben Augen sind auch die Symbolik für die sieben Geister Gottes. Das sind die des Heiligen Geistes. Друзья, в пятой главе мы имеем, может быть, самое полное доказательство божественности Мессии, божественности Иисуса Христа. In Kapitel 5 haben wir vielleicht die vollkommenste Bezeugung oder Beweis für die Gottheit des Messias. И когда свидетели Иеговы, так называемые, снова будут вам предлагать тексты, und wenn die Zeugen Jehovas, sogenannte, euch wieder irgendwelche Texte vorschlagen werden, которые якобы свидетельствуют об обратном, die scheinbar das Gegenteil beweisen wollen, когда они будут говорить, что в Новом Завете только смутные намеки есть на божественность Христа, wenn sie sagen werden, dass im Neuen Testament es nur Andeutungen gibt, verschwommene auf die Gottheit Jesu, только косвенные намеки, на основании которых христиане утверждают его божественность. Но там ничего нету в Новом Завете. Nur fragwürdige Hinweise, worauf die Christen bauen, dass Jesus oder dass der Messias Gott ist. Но вы сами знаете, да, как они относятся к божественности Христа. Ihr versteht alle selber, wie die Zeugen Jehovas zu der Gottheit Jesu sich verhalten. Они не верят в божественность Христа. Sie glauben nicht, dass Jesus Gott war. Так вот, когда они будут вам вот эти свои вещи говорить, просто отсылайте их прямо к Божьему престолу. Und wenn sie euch solche Sachen sagen werden, schickt sie sofort an den Thron Gottes. Прямо в пятую главу их посылайте. Sofort in Kapitel 5 schicken. И там они увидят, как 24 старца и как 4 животных. Und dort werden sie sehen, wie die 24 Ältesten und die 4 Tiere, которые в четвертой главе кланялись Богу Творцу и пели ему, die dem Gott, dem Schöpfer, sich beugten und ihm sangen, в четвертой главе, in Kapitel 4, теперь точно так же поклоняются Христу и поют ему. Jetzt beugen sie sich genauso vor Christus und singen ihm. И я цитирую 13 стих. Und ich zitiere Vers 13. Пока Андреас найдет его, я прочитаю его по-русски. И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила, сидящему на престоле и Агнцу, благословение и честь и слава и держава во веки веков.
Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Все небесное и земное, все видимое и невидимое поклоняются одинаково здесь и Богу и Агнцу. Alles himmlische und irdische, alles sichtbare und unsichtbare, sie beugen sich gleichermaßen vor Gott und vor dem Lamm. 24 старца. Мы уже видели, что они в своих руках имеют гусли. 24 Älteste, und wir haben gesehen, dass sie in ihren Händen Harfen haben. И когда вы четвертую главу разбирали, может быть, Йохан говорил о том, что это Божьи глашатаи, это как бы небесные пророки. Und wenn ihr das durchgenommen habt, hat Johann wahrscheinlich gesagt, dass das diese Gottespropheten sind, diese Verkünder. Небесные пророки, да. Ja, himmlische Verkünder, himmlische Propheten. И вы, может быть, помните из Ветхого Завета, что были такие сыны пророческие при Самуиле. Mm-hmm. Und ihr wisst vielleicht, dass es Söhne, Prophetensöhne gab während der Zeit von Samuel. И вы знаете, что когда они пророчествовали, то они играли на музыкальных инструментах и пели. Und wir wissen, dass wenn sie prophezeit haben, haben sie auch auf Musikinstrumenten gespielt und gesungen. Они прославляли спасение Яхве. Sie haben Gott, den Retter des, von Jahwe besungen. Его завет и закон, sein Testament und auch sein Gesetz, его милость к народу Израиля, seine Gnade, Barmherzigkeit zum Volk Israel. И вот в руках у старцев есть эти гусли, потому что это небесные пророки. Und in der Hand dieser Ältesten sind Harfen, weil sie diese himmlischen Propheten sind. Но кроме гусли, что у них еще в руках есть? Aber neben den Harfen, was haben sie noch in ihren Händen? У них что-то еще есть. Sie haben noch etwas. У них есть золотые чаши. Sie haben goldene, nicht Teller, sondern Schüssel, Teller. Becher. Goldene Becher. Полные фимиама, которые есть молитвы святых. Und das gefüllt ist mit den Gebeten der Heiligen. Ну, это, ну как бы фимиам, это такая смесь, которая, mm-hmm. которая дымится. Genau. Но тут же объясняется, это молитвы святых. Genau. Weihrauch, das, und hier, es wird sofort gedeutet und wird gesagt, das sind die Gebete der Heiligen. Поэтому старцы поют здесь не от своего имени, а от имени святых, от имени детей Божьих. Deswegen singen diese Ältesten nicht aus, von ihrem Namen her, sondern vom Namen all der Heiligen und deren Gebete sie haben. И я объяснял уже русскоязычным нашим братьям и сестрам, что в 9 и 10 стихе есть проблема в русском переводе. Und ich habe unseren russischsprachigen Brüdern und Schwestern schon erklärt, dass im Vers 9 und 10 wir ein Problem haben in der russischen Übersetzung. Там в этой песне в русском переводе написано, эти старцы поют, который искупил нас Богу. Mm-hmm. Но там в оригинале нету слова нас. И мне кажется, что в немецком переводе тоже нету слова нас. Und dort steht, dass im russischen Übersetzung steht, dass er uns erkauft hat. Aber in der eigentlichen Grundübersetzung heißt es, oder Grundtext, gibt es kein uns. Тут нету Und uns, im Deutschen auch nicht. Да, это правильно. Das ist die richtige Übersetzung. И в 10 стихе, где «сделал нас царством», на самом деле, наверное, здесь стоит «сделал их царством». Кого их? Святых, чьи молитвы? Hier in Schlachter steht auch «und hat uns zu Königen und Priestern gemacht». Это неправильный перевод. Das ist... В русском переводе точно так же, это неправильный. В греческом нету «uns». Genau, im Griechischen haben wir dieses Wort uns nicht. Das wird dann hier hinzugefügt, um vielleicht mehr Sinn zu geben. Там ich uns сделал, а не нас. Er hat sie gemacht,
zu Königen und Priestern und nicht uns. И не мы будем царствовать в 10 стихе, а они будут царствовать. В греческом оригинале они будут царствовать. Und nicht wir werden herrschen, sondern sie werden herrschen. А здесь wir werden. Wir werden. Это неправильный перевод. В русском языке точно такая же ошибка. Und wir haben dasselbe, denselben Fehler in der russischen Übersetzung. Но новые переводы на русский язык уже эта ошибка исправлена. Уже этого всего нет. In den neueren Übersetzungen in die russische Sprache haben wir diese Fehler nicht mehr. И на этом основании, когда четвертую главу мы разбирали, мы сделали вывод, что сами старцы, они не могут являться патриархами Израиля и апостолами Христа, потому что они вообще не от себя поют эту песню. Они поют от лица тех, кто действительно является царственным священством и и так далее, und да? wir haben и den Kapitel davor haben wir festgestellt, dass sie nicht dieselben Propheten sein können aus dem Alten Testament und die neuen Aposteln, dass sie nicht von sich aus singen, sondern von den Heiligen, die deren Gebete sie repräsentieren. Ну да, только не Propheten, а Патриархи. Ja. Это не Патриархи ja. И не Апостолы. Genau. Nicht Patriarchen und nicht Apostel. Вот. То есть просто знайте, что они поют не от себя, а поют у них молитвы святых, это святые, они как бы от имени святых поют. Es ist wirklich einfach wichtig zu wissen, dass sie nicht von sich aus singen, sondern dass sie von dem Namen all der Heiligen singen, deren Gebete sie in diesen Bechern halten. И вот старцы поют новую песню, говорится. Und diese Ältesten, sie singen ein neues Lied. А какая же старая? Und was ist das alte Lied? А в четвертой главе старая, которая прославляет Бога как Творца, это старая песня, а теперь в пятой главе новая песня. In Kapitel 4 haben wir das alte Lied, das Gott als den Schöpfer verherrlicht, und hier haben wir das neue Lied. Теперь Бог явил себя искупителем, не только Творцом, а искупителем во Христе. Jetzt hat sich Gott gezeigt nicht nur als der Schöpfer, sondern auch als der Retter, der Erlöser in Jesus Christus. Это то новое, что они теперь возвещают в песне, das о чем они пророчествуют в этой песне. Das ist dieses Neue, was sie in ihrem Lied jetzt ausrufen, wovon sie prophezeien in diesem Lied. И если вот эту сцену в пятой главе мы захотим как-то соотнести с историческими событиями, und wenn wir dieses Ereignis, diese Szene in Verbindung bringen wollen mit irgendwelchen historischen Ereignissen, то, вероятно, она соответствует тому моменту, когда Христос был вознесен на небеса и прославлен за свой искупительный подвиг. Dann ist es dieser Moment, wo Jesus Christus emporgehoben wurde in die Himmel und verherrlicht wurde für das Vollbrachte. Помните, мы в книге Деяний видим, как ну, мы читаем о том, как они стоят и смотрят, как он удаляется. In der Apostelgeschichte lesen wir dieses Ereignis, wo die Jünger stehen und zusehen, wie Jesus sich entfernt. И вот здесь, в пятой главе, мы видим, что следующее произошло. Это то, как он на небесах, как он оказывается у Божьего престола. Und hier in Kapitel 5 lesen wir, was danach passierte, wo Jesus am Thron Gottes steht. Вообще соотносить эту сцену по времени с какими-то событиями на земле, может быть, это напрасное дело. Aber im Allgemeinen ist es vielleicht eine unnötige Sache, es zu verbinden mit irgendwelchen zeitlich begrenzten Dingen, die auf der Erde geschahen. Но если мы все-таки решим, что эта сцена действительно изображает момент, когда Христос предстал перед Богом, вознесенный Христос предстал перед Богом. Sollten wir aber tatsächlich annehmen, dass dieser Moment es repräsentiert, wo Jesus Christus vor Gottes Thron steht, то тогда становится понятным, почему фраза «и они будут царствовать на земле» стоит в будущем времени. Und dann ist es verständlich, warum diese Aussage «sie werden regieren auf der Erde» oder «das Königreich sein» in zukünftiger Form steht. Потому что вот это будущее нужно отчитывать не с начала тысячелетнего царства. Denn dieses zukünftige zählen wir nicht von Anfang des tausendjährigen Reichs. Не с момента второго пришествия Христа. Nicht vom Moment der zweiten Wiederkunft des Herrn. А со слова «свершилось», произнесенного на кресте. Sondern von dem Wort «es ist vollbracht», das Jesus am Kreuz ausrief. Ведь это правление
не будет иметь ничего общего с властью этого мира. Они будут царствовать на земле совсем не так, как цари царствуют. Denn diese Regierung hat nichts mit der weltlichen Ordnung der Regierung zu tun. Sie werden ganz anders auf der Erde regieren, wie Könige das vorher gemacht haben. Это же будет царство священников, и он соделал их царством священников. Und das wird ein Königreich der Hohepriester sein, denn er hat sie das zu einem Königreich der Priester gemacht. То есть оно относится к такому правлению Христа, которое имеет место в этом мире еще. Das wird so eine Regierung sein des Christus, das noch ihren Platz hat in dieser Welt. Христос однажды сказал Пилату, что его царство не от мира сего. Jesus hatte Pilatus einmal gesagt, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. И мы царствуем с ним именно в этом неполитическом смысле. Und wir regieren mit ihm gerade nicht in einer politischen Hinsicht. А как священники? Священники это не политическая элита. Sondern wie Priester, und Priester sind keine politische Kraft. Это духовная элита. Das ist eine geistliche Elite. И это царство над грехом и плотью. Und dieses Königreich ist ein Königreich über dem Leib und der Sünde. Это царство не над собственными слабостями, как люди, которые хорошо знают, что сатана хочет украсть, убить и погубить. Das ist ein Königreich über den eigenen Schwächen, wo wir genau wissen, dass der Teufel sucht, wo er stehlen kann, wo er umbringen kann und zugrunde bringen kann. Мы царствуем над страхами, которые способны парализовать людей, которые живут без Бога. Но мы над ними царствуем. Wir herrschen über die Ängste, die Menschen einfach lahmlegen können, aber wir herrschen über ihnen. Мы царствуем над скорбями и потерями, в отличие от прочих, не имеющих надежды, как Павел писал. Wir herrschen auch über Leid und über Verlust, ganz anders als diejenigen, die keine Hoffnung haben, so wie der Apostel Paulus das beschreibt. Царствуем, как уже посаженные во Христе на небесах, Ephesians 2:6. Wir regieren oder wir herrschen so wie schon in den Himmel eingesetzte, wie in Epheser 2:6 beschrieben wird. Мы царствуем как люди, имеющие истину и имеющие силу Святого Духа для ее возвещения. Wir herrschen wie Menschen, die die Wahrheit haben und die Kraft durch den Heiligen Geist haben, diese zu verkünden. Мы царствуем как люди, имеющие дары Святого Духа и ум Христов. Wir herrschen wie Menschen, die die Gaben des Heiligen Geistes haben und die Gesinnung Christi. Как побеждающие, которые получают все. Die gewinnen, indem sie alles bekommen. Как люди, которые просят о прощении для своих палачей. Wie Menschen, die Vergebung bitten für ihre Peiniger. Как люди, для которых жизнь Христос, а смерть приобретение. Als Menschen, für die Christus das Leben ist und смерть, приобретение. Und der Tod ist der Gewinn oder ein Gewinn. Мы представители всех народов и племен. Wir sind Vorsteher oder Repräsentanten von allen Zeiten und allen Völkern. А какого еще царствования Божий человек может желать в этой жизни? Какого-то другого царствования мы Gibt хотим? Es noch eine andere Herrschaft, die ein Mensch Gottes, wonach sich ein Mensch Gottes sehnen könnte? И это то, друзья, что происходило века и продолжает происходить, а не то, что некоторые мечтают дождаться, дожив до тысячелетнего царства. Мы царствуем сейчас, вот в этом качестве, как священники. Das, was geschieht und geschehen ist und immer noch geschieht, und wir müssen nicht warten, bis das tausendjährige Reich eintritt. Wir herrschen wie Priester. Конец пятой главы. Ende von Kapitel 5. И конец всей этой сцены, которая длится 4-5 главу. Und das Ende dieser Szene, das über Kapitel 4 und 5 geht. Там звучит отклик на труд, отклик всей вселенной на труд, совершенный на земле во человечившемся Христом. Und dort erklingt, еще раз. Это как отклик, это концовка, это как отклик всей вселенной
Das ist der Widerhall praktisch des ganzen, ganzen Universums auf das, was der Sohn Gottes vollbracht hat. Жертва была принесена. Das спасение совершилось. Das Opfer wurde gebracht, die Errettung ist erfüllt, vollbracht. И на небесном троне не тиран, потерявший связь с реальностью. Und auf dem himmlischen Thron ist nicht irgendein Tyrann, der die Bezug zur Realität verloren hat. Не узурпатор, который себя полубогом считает. Kein Usurpator, der sich als Halbgott zählt. На троне вселенной Агнец, который был заклан, чтобы изменить судьбу всего творения. Auf dem Thron ist das Lamm, das bestimmt war, diese Bestimmung der ganzen Welt festzulegen oder festzusetzen. И ему теперь дана вся власть, которая в первой части сцены, в четвертой главе, принадлежала только Творцу. Und jetzt hat die ganze Macht, auch die Macht, die im Kapitel 4 nur dem Schöpfer Gott zugestanden wurde. И неважно, кто восседает на земных престолах своих жалких самопровозглашенных империй. Это неважно. Und es spielt keine Rolle, wer auf den Thronen dieser Welt sitzt, der sich selber sein Königreich erklärt. В мире не происходит и не может происходить ничего, что повернет вспять Ход истории. Auf der Welt passiert nichts und kann nichts passieren, das dem widerstrebt, was passieren muss. И что лишит Агнца его победы, ничего не может произойти. Und das, was den Sieg des Lammes kosten könnte, nichts kann passieren. И вот все дальнейшее повествование книги Откровения будет отталкиваться от этой сцены. Все. Und das, die ganze Offenbarung des Buches, der Offenbarung, wird von diesem Punkt sich abstoßen. А вся последующая история мира будет окончательным развитием того сценария, который был подписан главным режиссером в момент смерти Мессии на кресте. Все, что в мире будет происходить, начиная с того дня, когда он принес свою жертву. Und alles, was auf der Welt passieren wird, angefangen von dem Tag, wo Christus sein Opfer dargebracht hat. Понимаете, все это является развитием того сценария, которое раскрыл Христос. Ab dem Zeitpunkt ist das alles dieses Szenario, das eröffnet wird, was Christus geöffnet hat in dieser Rolle. И книга Откровения устроена так же, как устроена история. Und das Buch der Offenbarung ist so eingerichtet, wie die Geschichte eingerichtet ist. Все последующее повествование – это просто развитие сюжета, который начинается здесь, вот с этой сцены. Und diese Offenbarungen, die dann folgen, sind alles Eröffnungen des ganzen Szenarios, das hiervon an beginnt. Зло обречено на разрушение. Das Böse ist verurteilt zur Zerstörung. В тот момент, когда зло решает восстать против природы Божьей, против его воли, in dem Moment, wo das Böse sich gegen Gottes Willen, gegen Gottes Natur stellt, против Божьего образа и подобия в человеке, gegen Gottes Abbild und seine Ähnlichkeit im Menschen, зло подписывает себе смертный приговор. Das Böse unterschreibt sein eigenes Todesurteil. Решающий взять в руки меч будет погибать от меча. Derjenige, der das Schwert in die Hand nimmt, wird durch das Schwert umkommen. В каком-то смысле можно сказать, что зло разрушает само себя. In irgendeiner Weise kann man auch sagen, dass das Böse sich selbst zerstört. Если не в этом заключается благая весть, то в чем тогда? Wenn nicht in diesem die gute Botschaft schlüssig wird, worin dann? Если не Откровение самая жизнеутверждающая книга в мире, то какая книга? Wenn die Offenbarung nicht dieses lebenszentrierte Buch ist, dann welches dann? И поэтому всякое создание, находящееся на небе и на земле и под землей и на море и все, что в них, говорит Агнцу, говорит сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь и слава и держава во веки веков. И четыре животных говорят «Аминь», и 24 старца падают и кланяются живущему в веки веков. Это концовка пятой главы. Und deswegen, jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, höre ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die 24. Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit
zur Ewigkeit. Вот пятая глава. Das ist Kapitel 5. Мы успели за час с переводом. Und wir haben es geschafft innerhalb einer Stunde mit Übersetzung. Liegt an der Übersetzung. И у нас даже есть 7 минут на то, чтобы поговорить. Wir haben noch 7 Minuten, um darüber zu sprechen, Fragen zu stellen vielleicht. Я всегда прошу приходящих на занятия приходить хорошо подготовленными по этой главе, которую мы разбираем. Ich bitte immer diejenigen, die zu dem Unterricht kommen, dass sie gut vorbereitet kommen mit dem Kapitel, das wir durchnehmen werden. Потому что я всегда говорю, если все, что вы получаете, это только лекцию, weil ich sage, wenn ihr nur die Lektion bekommt und das ist alles, то этого очень мало. Dann ist das sehr wenig. Даже если что-то звучит, чего вы не знали. Selbst wenn etwas erklingt, was ihr nicht wisst. Но никакие наши откровения вам не заменят ваших личных откровений, которые вы получаете при изучении Библии. Aber unsere Offenbarungen oder unsere Erläuterungen werden niemals das ersetzen, was ihr selber an Offenbarungen und Erläuterungen bekommt, indem ihr das Buch der Offenbarung studiert. Я вам всем желаю такого общения с текстом, чтобы действительно мы могли разговаривать здесь, чтобы был диалог, а не монолог. Und ich wünsche euch allen diesen Erlebnis mit dem Text, dass bei uns ein Dialog entsteht und nicht einfach ein Monolog. Не оставляйте все удовольствие тем, кто готовится, потому что мы, которые готовимся, мы получаем огромное благословение от этого времени, которое мы проводим с Библией. Lasst nicht zu, dass nur wir, die wir uns vorbereiten, diese Freude verspüren und es genießen, denn wir bekommen sehr viele Segnungen, indem wir uns damit auseinandersetzen. Возьмите себе удовольствие такое же, приобретите его для себя, когда вы лично вот так вот общаетесь со Словом. Nimmt und erlebt diese Freude selber, wenn ihr selbst euch mit diesem Wort auseinandersetzt. Мы просто помогаем в этом вашем общении с Библией. Эти лекции не могут заменить ваше общение с Библией. Wir können euch nur helfen in diesen Auseinandersetzungen und der Gemeinschaft mit dem Text, mit dem Buch, aber das kann niemals ersetzen eure eigene Gemeinschaft und das Auseinandersetzen mit dem Text. Я вам хочу сказать, что я даже не предполагал, что эта книга, которая мне казалась уже знакомой для меня, что она будет на меня оказывать такое впечатление в процессе подготовки. Und ich hätte nicht gedacht, dass dieses Buch, das mir eigentlich gut bekannt ist, so eine Wirkung auf mich haben wird im Laufe der Vorbereitung. Я нахожусь под колоссальным впечатлением от книги Откровения. Ich bin unter großem Eindruck von diesem Buch der Offenbarung. Я понимаю, что я только слышал о ней краешком своего слуха, а теперь мои глаза увидели ее, эту книгу. Ich verstehe, dass ich nur mit dem Ohr, Rand meines Ohres gehört habe von diesem Buch und jetzt sehe ich das mit meinen Augen. И это еще не все. Я чувствую, что там еще надо еще заново ее изучать и еще что-то новое будет. Und das ist nicht alles. Ich weiß, dass ich das von Neuem immer wieder studieren kann und werde immer wieder Neues entdecken. Ну вот так. So oder so ähnlich. Все? Ja, ich denke ja. Молимся. Lasst uns beten. Здравствуйте. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns in deinem Wort dich offenbarst. Das ist ein Wunder, das ist einfach etwas Kostbares, dich zu entdecken, dich, dein Plan, dein Heilsplan, dein Rettungsplan, all das dürfen wir entdecken und wissen und kennen. Und wir sind dir dankbar, dass du uns den Heiligen Geist schenkst, der uns durch dieses hilft. Danke auch für Lehrer in unserer Gemeinde, die auch uns dabei helfen, es immer wieder zu entdecken für uns ganz persönlich. Und schenk jedem Mitglied unserer Gemeinde diese Freude, diese Liebe zu deinem Wort, darin zu arbeiten. Und wir freuen uns auf viele weitere Schätze, die nicht nur im Buch der Offenbarung auf uns warten, sondern in deinem ganzen Wort. Und wir danken dir dafür. Amen. 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 Dankeschön und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.